Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Es ist September, bald beginnt die Heizperiode und alle reden vom Gas. Ich habe mir das selber mal bei mir angeschaut. Also ich habe in den letzten Jahren ungefähr 19.500 Kilowattstunden Gas verbraucht. Wir haben eine Gasheizung, wir haben einen Gasherd. Ja, dafür habe ich 1.250 Euro vor 2 Jahren und für Juni 21 bis Juni 22 habe ich 1.450 Euro gezahlt. Die Prognose für das nächste Jahr liegt bei 4.846 Euro. Also das 3,3-fache bzw. 3,8-fache im Vergleich zum Jahr 21. Ich habe hier auch so ein paar Berechnungen gemacht. Ich habe mir ab und zu mal den Zählerstand fotografiert und dann geschaut, was ist das im Durchschnitt pro Tag. Man kann so ganz grob sagen, wir haben Kosten in der Heizperiode im Dezember nach den neuen Preisen, ja, 25 Euro pro Tag. Und im Sommer geht das dann runter auf 2-3 Euro pro Tag. Ich habe hier mal eine Zeichnung gemacht. Da seht ihr in Blau die Jahrestemperaturkurve von 2021 hier in Konstanz. Gestrichelt die Jahrestemperaturkurve von 2022. Wir hatten dieses Jahr einen sehr heißen Sommer. Und dann habe ich ein paar von diesen Werten, wo ich mal an einem Tag und am nächsten Tag gleich wieder eingetragen hatte, auch eingetragen und daraus dann so ganz grob eine Kurve errechnet, wie das ist. Wir haben eine Heizperiode, wir haben eine Periode, wo wir nicht heizen, dieses Jahr wahrscheinlich so von Mai bis Mitte September. Das ist mir aber alles viel zu ungenau, auch wenn es interessant ist. Und ich würde gerne einfach jeden Tag oder jeden Monat wissen, okay, diesen Monat haben wir so viel verbraucht, das hat so viel gekostet. Ich habe vielleicht diese Maßnahmen ergriffen, was Duschen, was Heizen betrifft und bin deswegen im Vergleich zum Vorjahr so und so viel besser oder schlechter. Dazu gibt es natürlich verschiedene Ansätze und es wird auch verschiedene Videos auf diesem Kanal geben. Aber das erste heute soll mal sein, dass ich gedacht habe, was ich nicht messen kann, kann ich nicht kontrollieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, gibt es nicht irgendwas, womit ich den Gasverbrauch richtig schön messen kann, auch stundengenau, minutengenau und nicht nur so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, gelegentlich mal in den Keller runterrennen und ein Foto machen und dann in eine Excel-Tabelle eintragen, sondern permanent. Beim Strom war nämlich genau das mein Aha-Erlebnis, als ich die PV-Anlage bekommen habe und dann diese SolarWeb-App hatte und praktisch immer gesehen habe, aha, du hast da so einen Dauerverbrauch oder so viel Strom kostet also eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Und so konnte ich das gut einschätzen und auch natürlich das Autoladen sehe ich da sehr gut dran. Und ich wollte eigentlich gerne auch sowas für Gas haben, wobei mir natürlich klar ist, dass Gas nicht so funktioniert. Also die Heizung geht ja nicht dann an, wenn ich hier das Ventil andrehe. Aber so ein bisschen gröber hätte ich das schon gerne gehabt. Auch damit ich jetzt im nächsten Jahr, wenn wir versuchen, verschiedene Sparmaßnahmen zu unternehmen, auch sehe, was das nützt. Und ja, das motiviert ja dann auch. Ich habe bei meinen Stadtwerken nachgefragt. Die haben gesagt, nee, ihnen sei leider nicht bekannt, dass es sowas gäbe. Ich habe auch bei jemandem aus der Community nachgefragt, der sich sehr gut auskennt mit diesen Sachen. Der wusste auch keine Lösung. Und ich habe dann nicht Ruhe gegeben und immer weiter recherchiert, bis ich etwas gefunden habe. Und zwar den S0-Recorder, eine Hardware-Software-Kombination, mit der man alle möglichen Verbräuche tracken kann. Und für diesen S0-Recorder gibt es einen Sensor, den man am Gaszähler anbringen kann. Je nach Gaszähler ist dann die Auflösung besser oder schlechter. Und dann gibt es noch hier so ein Übergangsstück. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann muss ich es ja immer noch permanent ablesen. Und dann haben sie gesagt, ja, das, die Möglichkeit, die ich habe, ist, wenn ich einen Mini-PC installiere, der praktisch permanent an ist, mit einem möglichst geringen Verbrauch und dann die Daten permanent trackt und ich kann dann übers WLAN darauf zugreifen. Soweit zur Theorie. Wir zeigen heute, wie das Ganze installiert wird und ob das funktioniert. Das ist kein Werbevideo, ich habe das alles zusammen gekauft. Also dieses Starter-Set vom Gaszähler-Monitor mit S0-Recorder-Software-Kabel und diesem Adapter kostet 128,75 Euro und Minis Forum heißt dieser PC 164,90 Euro. So, die Amortisierer unter euch, die rechnen jetzt schon wieder, wie viel Gas ich sparen muss, bis ich das wieder drin habe. Es geht mir um was anderes. Ich will es ausprobieren. Und damit ihr das nicht auch alle machen müsst, mache ich das für euch.
und sammle diese Erfahrung und bringe sie in diesem Video für euch online. Also im Prinzip funktioniert das so, wir haben hier den Gaszähler. An diesem Gaszähler ist tatsächlich schon vorgesehen die Aufnahme für diesen Sensor. Und diesen Sensor bringe ich dann an. Dann muss er hiermit verkabelt werden und das geht dann an den Computer. Für den Computer brauche ich einen Stromanschluss. Das ist hier ganz günstig im Keller, da ist nämlich schon einer. Dann muss ich den ins WLAN bringen und kann dann die Software aufspielen und das Ganze ausprobieren. Eigentlich habe ich die Kamera mitlaufen lassen und dachte, ich mache euch so ein kleines Video, wie man das installiert und so weiter. Aber das war dann doch so kompliziert, dass ich das jetzt mal schnell für euch zusammenfasse in der Nachschau in gemütlichen Rahmen, weil euch interessiert ja eigentlich nur das Ergebnis. Erster Punkt, ich bin Mac-User und ich habe keine Ahnung von Windows. Ich habe mir erstmal einen Monitor besorgen müssen, eine Maus besorgen müssen, eine Tastatur besorgen müssen und ein Laufwerk, damit ich überhaupt das machen konnte. Gut. Dann habe ich den Windows-PC aufgesetzt und ins WLAN gebracht und dafür gesorgt, dass ich von meinem Mac aus künftig auf ihn zugreifen kann. Und zwar geht das mit dem Programm Microsoft Remote Desktop und dafür musste ich aber auf dem Windows-Rechner erst noch das richtige Protokoll installieren, was eigentlich nicht geht, weil es ein Windows 10 Home-Betriebssystem ist. Habe ich aber dann doch hinbekommen. Dritter Punkt, jetzt konnte ich endlich die Software installieren. Die Diskette reinschieben, er hat sie dann nach einer Weile sogar erkannt, die Bedingungen akzeptieren, und dann diverse Programme und Treiber installieren. Dann das Programm, ganz wichtig, als Admin ausführen. Eine E-Mail-Adresse eingeben für Benachrichtigungen. Die testen und dann konnte ich den Sensor anschließen. Den hat er auch gleich erkannt. Ich musste noch in den Firewall-Einstellungen was zulassen, damit die Daten auch rein und raus dürfen. Und dann musste ich noch die Software registrieren, also den Key eingeben, dass ich die Software auch regulär erworben habe. Und dann konnte ich in den Keller runtergehen und schauen, wie man diesen Sensor jetzt anbringt. So, das ist jetzt also die Situation bei uns im Keller. Ihr wollt das nicht sehen, was hinter der Kamera ist. Das genügt hier völlig. Was übrigens ebenfalls sehr praktisch ist, ist, dass ich durch meinen Wechselrichter hier unten WLAN und Repeater im Nebenraum habe. Da habe ich mal mit Devolo damals das ganze Haus mit WLAN versorgt und das wird uns jetzt nützen, weil sonst würde das nämlich nichts. Ist das wirklich so leicht, das da dran zu bringen? Auch das war ein bisschen komplizierter, als ich zunächst dachte, denn es war nicht der Sensor, der für genau diesen Gaszähler gedacht war. Da ist ein M hinten dran und damit ist es ein anderer Gaszähler. Man kann aber ihn trotzdem verwenden. Man muss ihn da unten in diese Aufnahmehöhle an die richtige Stelle hineinkleben. Was ist aber nun die richtige Stelle? Auch da habe ich eine Weile gesucht und dann letztendlich im Internet ein Bild gefunden, was mir den Weg gewiesen hat. Genau hier muss der Sensor genau so angebracht werden und dann fixiert werden. Wenn man das geschafft hat, dann merkt man, aber auch erst, wenn man auch Gas verbraucht, dass jedes Mal, wenn hier die zweite Nachkommastelle eine Umdrehung gemacht hat, das rote Lichtchen von dem Kästchen angeht und damit dieser Takt sozusagen gemessen wird. Das hat ein paar Stunden insgesamt gedauert. Ich würde mal sagen, so 7-8 Stunden war ich beschäftigt. Aber jetzt läuft's. Und hier kann ich euch jetzt meine ersten Erfahrungen schon zeigen. Ich habe ein paar Tage schon getrackt und das funktioniert ziemlich gut. Ich zeige euch mal gerade, was so meine ersten Eindrücke davon sind. Hier sehen wir den 15.09. Das war noch ein Tag, an dem ich nicht geheizt habe. Man sieht klar, dass hier 5-mal getaktet wird, offensichtlich fürs Warmwasser, weil das war das, was wir gebraucht haben. Hier sieht man nochmal schön ausgiebiges Kochen am Nachmittag und am Abend. Und als dann irgendwann die Temperaturen unter 18 Grad sanken, haben wir die Heizung angestellt. Und jetzt sieht man hier, wir waren vorhin bei ungefähr 1,4 Kilowattstunden. Das muss man immer mal 10 nehmen, also 14 bis 15 Kilowattstunden. Jetzt sind wir schon bei 18,5. Das ist der erste Tag, wo wir die Heizung angeworfen haben. Jetzt sieht man, die Taktung erhöht sich wesentlich. Dann sieht man hier schön die Nachtabsenkung. Und am nächsten Tag geht es wieder los. Da erinnere ich mich dran, hier einen Nachmittag, wo es schön warm war. Da hat es dann nicht getaktet. Und wenn wir so weitergehen, das ist gestern gewesen. Da sehen wir jetzt schon der Tagesverbrauch. Hier oben muss man darauf achten, das sind 2,65 Kilowattstunden. Fast das Doppelte von einem Tag ohne Heizung. Und hier sieht man doch relativ häufige Taktungen. In den folgenden Videos wird es darum gehen,
was wir alles hier anstellen im Haus, um den Gasverbrauch zu senken, zu minimieren und wie wir das dann jeweils sehen können. Mein erstes Ziel habe ich erreicht, nämlich was man messen kann, kann man kontrollieren. Und ich kann jetzt jederzeit sehen, wie oft auch die Therme taktet. Sowas habe ich vorher nie gewusst. Dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, für euch hat sich das Anschauen auch gelohnt. Like dieses Video unbedingt, lasst ein Abo da und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.